Ein paar Tropfen Regen bekamen Akteure und Zuschauer am Sonntag ab, doch das tat der hervorragenden Stimmung keinen Abbruch. Der große Umzug war einmal mehr der Höhepunkt des Schepser Erntefestes, der Grodenammerschen Erntevier. Und einmal mehr bestach die bunte Kolonne durch originelle Wagen und fantasiereiche Kostüme. So hatten sich beispielsweise Mitglieder der Ocholter Gemeinschaft zum Erhalt der Erntewagenkultur in Mönche verwandelt. Bewohner der Ostschepser Siedlung Eulintan brachten bayerische Lebensart in den Zug und eine Westschepser Clique widmete sich der Apfelernte von einem auf ihren Wagen trugenen Kirschbaum.